In meinem Leben gibt es keine Skandale. Es gibt nur Randale. So. Nina, ich bin so oldschool, ja. Das kannst du mir glauben. Doch das, was ich hier hab, wird dir dein Atem rauben. Nina steht für unerschöpfliches, kreatives Potenzial. Eine einzigartige Stimme und mitreißende Energie. Nina steht aber auch für nachahmenswertes soziales Engagement. Sie setzt sich für den Schutz von Tieren und Umwelt ein und schafft es, die Idee einer besseren Welt einem breiten Publikum zu vermitteln. Dabei ist es der augenscheinlich in einen Jungbrunnen gefallenen Nina ein Anliegen, nicht stehen zu bleiben. Andere meinen, sie wären schon lang dabei, doch nicht so lang wie ich aus einer völlig anderen Zeit. Man kann sich ja permanent weiterentwickeln. Das ist ja das Geniale am Leben. Das ist auch das Geniale an der Veränderung. Also Veränderung macht mir einerseits schon auch Angst. Ne? Also ich nehme das nicht alles so lässig, dass das Leben eine ewige Veränderung ist. Aber es ist halt auch die Möglichkeit, sich ständig zu entwickeln. Das ist cool. Ich geh mit dir, wohin du willst. Auch bis ans Ende dieser Welt. Der Förderung und Entwicklung eines selbstbestimmten, sozialen und verantwortlichen Miteinanders zwischen den Menschen nimmt sie sich mit ihrer Stiftung Anstiftung Nächstenliebe an. Seit den 90er Jahren veröffentlicht die fünffache Mutter auch Kinderlieder. Denn die Kleinsten liegen der Sängerin besonders am Herzen. Trotz allem verliert sich Nina nie selbst aus den Augen. Also wie nehme ich Zeit wahr? Was ist Zeit? Was macht Zeit mit mir? Macht es überhaupt was mit mir? Kann ich aus dem Programm auch manchmal aussteigen? Kann ich zum Beispiel ganz gut? Ab und zu diese ganze Hysterie um die Zeit einfach auch mal zu vergessen? Also ich habe jetzt auch nie in Zeitabschnitten gedacht für mein Leben. Bin dann irgendwann mal 50 geworden und fand's dann auch nicht mehr ganz so lustig. Vielleicht vergisst man manche Dinge schnell. Die Lieder von Nina vergisst man nicht. Ihr Debütalbum macht sie 1983 nicht nur zum Superstar, sondern auch zur Ikone einer ganzen Generation. Jeder kennt Nina. Ihre Musik begleitet uns seit über 30 Jahren. Nina verfolgt ihren Weg konsequent und ihre Lieder lassen uns mit anderen Augen auf die Vielfalt unserer Erde blicken. Vielleicht ist es gemein. Ob sich das Leben leicht oder schwer gestaltet, entscheidet man letztendlich selbst. Ja, wir haben alle die Verantwortung für uns selbst und wir entscheiden darüber, wie wir dieses Leben leben wollen. Der Green Tech Award in der Kategorie Musik geht an Nena.